Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Skyward Sword Teil 39 und wir sind immer noch hier und hier ist dort, genau. Und jetzt kommt anscheinend noch ein Kampf mit dem Verbannten. Ich wollte gerade sagen, der verdorben, ja, aber das passt auch nicht. Ich hoffe mal, dass der ganz gut läuft, der Kampf, und ja. Letztes Mal habe ich ja den Teil sich da beendet, weil es lief zeitlich etwas gut raus. Ich wusste, ich werde wahrscheinlich sehr lange für diesen Kampf brauchen. Jetzt möchte ich mir tatsächlich nur kurz mein Handgelenk machen, um zu verhindern, dass das den Abflug macht, falls ich zu stark damit rumschlagen sollte. Ja, normalerweise macht man das natürlich vor dem Teilbeginn, aber diesmal war das etwas, ja, hatte ich vergessen. Ich weiß noch nicht wirklich, was wir machen sollen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Hässlich wie immer. Der Verbannte, Teil 3. Moment, hat der jetzt hinten auch noch einen Schwanz dran? Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Der Mob, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? Nervt mich das Ding. Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, holen wir den Kerl vom Himmel.
Boah, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Jetzt auf ihn, beeil dich. Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir jetzt nur? Der Mob steigt zum Tempel hoch und kommt dann schnell hierher. Mob, ich habe alle Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur noch eins, Mob. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern, beide dich. Das ist der einzige Weg. Ah, okay. Oh, komm. Kletter hinein. Gut, du bist auf dem Katapult. Ziele auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Los, Demo. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell. Ach. So, jetzt muss ich das machen. Moment, also. Bruder Mob, das war wirklich knapp, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel, beeil dich und komm nach. Jo. Ich muss jetzt wirklich ehrlich sein, der Kampf war jetzt erheblich einfacher wie der letzte. Ich glaube, der Grund könnte sein, dass sie befürchtet haben, dass Leute zu sehr angepisst sind, dass sie nochmal das gleiche machen müssen. Was ich tatsächlich nachvollziehen könnte. Ja, das muss ich sagen, also der Kampf lief eigentlich echt gut. Ich hatte jetzt auch wirklich eine halbe Stunde oder mehr allein für den Kampf eingeplant, aber ja, das hat ja dann gut funktioniert. Ich muss sagen, das Problem ist, war beim letzten Mal, dass man quasi dreimal das gleiche gemacht hat und das dadurch halt
ja, umständlich war. Und in dem Fall muss ich sagen, was einfacher aus dem simplen Grund, dass man ja quasi nur einmal regulär umgehauen hat. Das zweite Mal hat man, ja gut, das zweite Mal habe ich ja eben auch, nee, stimmt, das zweite Mal lag er ja unten. Und das dritte Mal hat man ihn ja einfach, ja, da hat er gar nichts gemacht quasi, erstmal auf seinem Kopf war, deswegen, ja. Also ich habe es wirklich sehr viel schlimmer erwartet. Dass dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Der Mob, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet, aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden, im Mob? Jupp. Okay, ich habe es nun gesagt, bevor ich wusste, dass er hinten dran steht. Du suchst also die drei Drachen und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Fjord am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Fjord überflutet. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Fjord gelangst. Das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bin frei, ich bereite alles vor, komm schnell nach, der Mob. Ach. Er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, der Mob, gib auf dich auf. Acht. Sehr schön. Ja. Ich könnte hier nochmal schauen, hier. Ah, genau, hier sind ja Töpfe. Gut, dass sie die Töpfe mal auffüllen mit Sachen. Dann hat man immer was. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich glaube, eine Vieh sollte reichen. Als Plan B. Du willst in den Wald von Fjord? Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen, bitte. Na dann, lass mich mal machen. Ab in den Wald von Fjord, auf geht's. Wald von Fjord. Eigentlich war die Szene, die hätte sich ideal angeboten für einen, für eine Anspielung, ehrlich gesagt. Cool, okay, da werden sogar die Dinge genutzt. Schauen wir mal, ob ich hier hochkomme. Yeah.
Als aus dem Stamm des großen Baumes Wasser kam, ist Zen Buddy ganz schön erschrocken. Bei all dem Wasser kann man sich gar nicht verstecken. Wird unser Wald jemals wieder wie früher sein? Oh, du bist doch... Ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, so, der Mob, also komischer Name. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Der Wald, das Wasser. Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Ja. Was hier sonst noch so rumschwirrt. Da hinten sind auch noch ein paar von den Leuten. Ich schau mal, ob die irgendwas wissen. Ich muss die Steuerung wieder ausrichten, weil die ein bisschen... Wasserdrache war es. Er kann den Wald so verändern. Der Wasserdrache ist hier. Er versteckt sich irgendwo. Ich schätze mal im Baum. Schon mal kein Wasser raus. Das ist schon mal was. Yeah.
Der ganze Wald steht unter Wasser. Wirklich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Gut, dass das jemand sagt. Sonst wäre ich da nicht drauf gekommen. Ehrlich gesagt. Ich möchte mal da hoch und schauen, was da oben ist. Vorsicht, Vorsicht, die Strömung ist hier ziemlich stark, nimm besser den obersten Ausgang. Okay, ich muss also raus. Ah, hier ist noch jemand. Der Wald ist überschwemmt. Na, wirklich. Bisschen mehr Dialogoptionen wären gar nicht so schlecht gewesen. Der Wasserdrache ist zornig. Okay, das ist schon mal eine bessere Info. Wagt es, die heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten. Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, der Mob? Lass dich ansehen, du bist gewachsen, seitdem wir uns das letzte... Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann. Und das Schwert auf deinem Rücken? Ich sehe es. Du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute, eine Stimme des Heldenlieds? Bist du deswegen gekommen? Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Man kommt sich beim Spiel langsam vor wie in der Schule. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Meine Augen. Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien. Ist es aus den Mandarinen, die im Wasser schwimmen? Der Mob, um die Stimme zu halten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenlieds würdig bist. Speichern, das ist immer schön. Ich glaube, weiter oben dürfte nicht sein, weil es heißt, es ist alles im Wasser. Aber ich würde kurz mal gucken, was hier so rumgammelt. Jetzt ist das so ein Teil, das war davor noch nicht da. Yeah.
Egal, ich kümmere mich, glaube ich, erstmal um die Melodien. Okay, man muss nur ungefähr dahin, das ist okay. Was ist, ich habe die Vermutung, dass die nicht gut sind. Aber wie ging das nochmal, dieses Wenden von denen? Ja, da musst du draufspringen. Oh, wir gehen das nochmal. Irgendwas machen. Was muss ich da machen? Oh, da muss man irgendwas machen. Wie ging denn das nochmal? Ich schaue das jetzt kurz nach, weil ich kann ja in einem vorherigen Let's Play Teil nachschauen, das würde ich tun, wie ich das gewendet habe. Oh, ich glaube, warte mal, stimmt, warte mal, da muss ich von oben mit mehr Schwung drauf fallen. So was war das, glaube ich, damals. Ich hätte von da oben nach runter springen müssen.
Mindestens sind die optisch gut sehbesichtbar. Achso, ich muss nur quasi in der Nähe die Wirbelattacke machen, dann finde ich die. Irgendwas zu sagen. Fange die fliehenden Melodien mit der Wasserschraube und hindere sie so an der Flucht. Ach, Menschen verbrauchen ja Luft dafür, also übertreib es besser nicht. Übertreib es nicht. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ach, warte mal. Ach, diese Zusammenhängenden muss man relativ zeitnah fangen, okay. Das ist ja blöd. Yeah.
Vorsicht, Mob, hier sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich, sei vorsichtig. Jetzt hier hinten könnten auch noch welche sein. Thank you.
Würde mich wundern, wenn hier nichts wäre, ehrlich gesagt. Oder hier hinten. Adam, du hörst du mich? Mir ist etwas eingefallen. Kannst du kurz zu mir kommen? Dann schauen wir doch mal. Wahrscheinlich ist es, wenn man eine gewisse Anzahl an Dingern hat, dann... Na komm, ja. Ja, auch welche, okay. Schauen wir mal. Kriege ich den Text, ich sollte was einsammeln oder nicht? Kann ich mal weiter noch was trinken? Ein Kumpel hat mir auch gesagt, in dem Bereich, glaube ich, ist es bei der Wii-Version so, wenn man aus dem Bereich rausgeht oder speichert und wieder ladet, dass man das von vorne machen muss. Deswegen, ja, werde ich das jetzt noch schnell machen.
Gut, dich zu sehen, aber kommst du mit den Melodien voran? Weißt du, mir ist etwas eingefallen. Ach, wie hieß das doch gleich? Dieser Trick da, mit dem du meine Gefährten gefunden hast, setz ihn doch wieder ein. Damit müsstest du sie doch einfacher finden können, oder? Ich vermute, er meint die Aurasuche. Es ist ein kluger Vorschlag, Gebieter. Ich kann die Merkmale der Melodien bereits, hab die Merkmale bereits analysiert. Melodien können nun in der Auras, mit der Aurasuche gefunden werden. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche jedoch nicht im Wasser. Tolles Bild. Hast du die Melodien gefangen? Nein. Wie du meinst. Nein, wieder diese aggressiven Fische. Wir müssen fliehen. Zum Glück sind die tiefen Stellen für sie unerreichbar. Irgendwas stimmt nicht. Manchmal reagiert er halt überhaupt nicht. Das nervt mich tatsächlich. Mm.
Hier fehlen noch zwei Reihen quasi. Die Frage ist, wo sind sie? Aber zumindest ging das doch besser wie gedacht. Es schreit richtig nach Spielzeitstreckung, aber sonst. Ich werde mal gucken. Also hier hinten, geradeaus rüber. Gib mir eine super lange Kombi, aber wo ist die? Die könnte hier irgendwo sein. Hier ist kaum was. Hier hinten? Interessant ist, dass man kriechen kann. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also hier unten, da? Okay. Ja, das ist dann da unten. Okay, dann weiß ich Bescheid. Muss ich mal schauen. Thank you.
Manchmal ist es ein bisschen fummelig. Atemob, sehr gut, du hast alle Melodien eingefangen. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. Muss ich da jetzt schwimmen? Mei, okay. Sagen, riecht schon sehr nach Spielzeitstreckung, ehrlich gesagt. Aber es ist besser, meiner Ansicht nach, Fähre gelöst, wie zum Beispiel die nervigen, wie heißen sie nochmal? Nicht die Zwielicht-Tau-Geschichten, sondern diese, die Prüfungen, die es da gab mit diesen, wo man quasi in der richtigen Reihenfolge quasi die Teile sammeln musste. Die haben mich mehr genervt. Das fand ich jetzt eigentlich okay, weil es war wieder ein Suchen, aber es war nicht super nervig. Also ich fand, bis auf ein, zwei Stellen fand ich es eigentlich ganz gut gelöst, aber die Stellen waren eigentlich eher schwer, weil die Steuerung sich ein bisschen verstellt hat. Dann kann ich hier ja hin und da rein. Hast dich deine Aufgabe wahrlich würdig erwiesen. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehab dich wohl, ich wünsche dir das Beste.
Der Wasserstand im Wald von Fjorn ist gesunken. Es befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Diese Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldengebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Ich habe tatsächlich die Vermutung, dass sie jetzt ein paar Sachen vereinfacht haben zum Ende des Spiels hin, weil die Leute sonst so genervt werden und das Spiel nicht durchspielen würden. Also den Eindruck habe ich, weil Beispiel der dritte Kampf gegen den Verbannten war jetzt eigentlich einfacher, weil man eigentlich weniger Fehldinger gehabt hat. Also man musste ja wirklich nur einmal das Klassische machen, auf ihn drauf und drauf hauen. Das Restliche war ja ziemlich einfach. Das muss ich sagen, da ist das Spiel vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen komisch, ungleichmäßig. Naja, gut. An dieser Stelle beende ich den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann schauen wir mal nach den anderen Drachen. Ich bin echt immer noch erstaunt, wie schnell ich den Boss am Anfang geschafft habe. Ich habe da echt eine Stunde jetzt eingeplant, nur für den Bosskampf. Weil das beim letzten Mal so schlecht gelaufen ist. Naja gut, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.